Hallo Leute und willkommen zurück zu einer kleinen Runde Mario Kart 8 Deluxe Zeitfahren. Ja, ich habe mir überlegt, wir probieren heute mal das, die weniger Haftung Kombi aus. ...208 müssen wir schlagen. Jawohl. Ja. Ich dachte, wir probieren mal die weniger Haftungskombi aus und sehen dann mal, ob sich das bisschen extra Geschwindigkeit lohnt. Ja. Gut, die Piranha-Pflanzen können die nicht ganz so die Engel verwenden. Oh, verdammt. Ist immer noch drin der Entwicklergeist. Eine bessere Blitzstelle finden. Vollkommen aus, wenn ich da den Pets verwende. Okay, jetzt muss ich den hier verwenden, weil ich mir dann einen Fehler erlaubt habe. Come on. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich glaube, man braucht hier 2,6. Fuck. Dass ich in diese eine Piranha-Pflanze reingefahren bin am Ende. Stark problematisch. Stark problematisch. Aber wir wollen trotzdem nachgucken, ob es gereicht hat, wenn nicht. Schlagen wir den jetzt noch einmal kurz. Mit 2 Sekunden Abstand. Die Entwicklergeister sind echt sehr viel leichter hier als 229, alter Schwede. Als noch auf der Wii. Also. Verdammt,
Oh Gott, war das schlecht. Ja. Die Runde hat mich höchstwahrscheinlich mit Entwicklergeist gekostet. Und das habe ich echt den Job nicht geschafft. Oh boy. Mein Gott. Ich glaube, Krüger hier Orangenboost nur mitzunehmen und nicht Scheiner auf den Lila-Boost zu nehmen. Auf die Abkürzung zu nehmen. Und schon Entwicklergeist. Boah, ihr seht echt, wie hart schlecht ich in der ersten Runde war. Boah. Ja, wie gesagt, ihr könnt gerne auch gegen meine Geister fahren. Ich lade die Geister dann immer hoch. Also. Und diese Videos sind wirklich immer sehr kurz, aber 2.14. 2.14. Den rechten Weg nehmen, um über diesen Boost zu kommen. Diese Abkürzung meine ich. Sieht ganz gut aus für den Entwicklergeist.
Bam, 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 bam. Wir laden die Geister mal hoch. Und gucken mal, ob wir den Entwicklergeist geschlagen haben. Ja, doch schon. Um einiges. Nein. Nein. Och Mann. Jetzt. 221. Jawohl. 221 auf Scheigeis Wasserfein. Let's go. Let's go. Das ist absolut möglich hier. Was ist der kleine Wurf halt da? Was ist der kleine Wurf halt? 45 Sekunden pro Runde brauchen, ist das absolut. Hohoho. 44 Sekunden pro Runde. Haben wir, denke ich mal, geschlagen. I don't know about you, but I'd say wir haben geschlagen. Ja. Okay, das war's mit dem Video. Den nächsten Cup auf Entwicklergeist. Daten fertig. Jawohl. Ja, wie gesagt, ihr könnt meinen Geist gerne runterladen und gegen den fahren, wenn ihr wollt. Ich habe bereits für den Cup und für den Cup überall Entwicklergeister. Ansonsten müsst ihr von Strecke zu Strecke gucken, ob da irgendwas bei ist, was euch anspricht. Und ja, genau. Ich würde dann an der Stelle sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Möge die Macht mit euch sein. Und tschüss.